Liebe Schwestern und Brüder, unter Konkurrenz verstehen wir Wettbewerb und Rivalität. Um nicht das Nachsehen zu haben, muss man versuchen, der Beste zu sein und sich gegen die Konkurrenten durchzusetzen. Auch in der Kirche erleben wir mitunter eine solche Konkurrenz. Da versuchen sich Menschen, egal ob Kleriker oder Laien, zu profilieren und ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Dieses Verhalten war schon damals dem Apostel Paulus bekannt. Deshalb vergleicht er im Korintherbrief, aus dem wir heute in der Lesung einen Abschnitt hören, die Gemeinde mit einem Leib, der ja bekanntlich aus vielen verschiedenen Körperteilen besteht. Und jedes Organ ist wichtig und hat eine bestimmte Funktion, selbst wenn es noch so klein und unscheinbar ist. Paulus schreibt: Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Das ist zunächst einmal eine Mahnung, sich an Jesus Christus und seiner frohen Botschaft zu orientieren, damit Einheit möglich wird. Aber darin steckt auch die großartige Zusage: Ich selbst gehöre zum Leib Christi, eine Umschreibung für die Kirche. Ich darf mitarbeiten und mitgestalten. Ich gebe der Kirche ein Gesicht, und zwar meins. Wenn sich jeder von uns als ein Teil des Ganzen versteht und seine Gaben, Begabungen und Fähigkeiten zum Wohle aller einbringt, dann werden wir Kirche sein, wie sie Jesus gewollt hat. Auch wenn Rivalität bei uns Christen völlig fehl am Platz ist, so brauchen wir doch Konkurrenz im eigentlichen Wortsinn. Denn das lateinische Verb concurrere, von dem Konkurrenz kommt, heißt ja wörtlich übersetzt gemeinsam laufen. Und je besser uns dieses gemeinsam unterwegs sein gelingt, umso einladender wird Kirche und Gemeinde heute als Ort der Christusbegegnung erfahrbar. Und dazu segne und begleite uns der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.